spielen weiter. X3 Farnhams Legacy live auf Twitch bei PPs Welt. Jetzt müssen wir endlich mal Geld verdienen und nicht so viel labern. Deswegen docken wir jetzt sofort ab, nachdem ich mal geguckt habe, ob hier noch jemand was will. Die hatten wir alle schon durchgeguckt. Außer den hier. Patrouillenposten? Ne, das wollen wir nicht. Also wir docken ab. Deaktiviert. Hier gibt es jetzt sogar zwei Tore, die ich noch nicht auf dem Radar habe. Da fällt mir gerade wieder ein. Und hier gibt es noch was umsonst, das ist schön. Da fällt mir gerade ein, wir waren vorhin in einem Sektor, wo ich unbedingt die 4 Tomahawk-Raketen einsammeln wollte. Ihr dürft jetzt mal raten, wie viel von diesen Tomahawk-Raketen ich tatsächlich im Lager habe. Richtig, keins. Das wäre eigentlich auch schönes Geld, was hier rumliegt. Ah, die sind, die verbrauchen sehr viel Lagerplatz. Sonst hätte ich sie jetzt mitgenommen bei Gelegenheit im Hauptquartier rausgeschmissen. So, Nordtor. Tor, Metons Zuflucht. Hier, geht's hier hin. Asteroid. Tor, entweite Himmel. Hallo? Wir fliegen wieder darum. Jetzt ist es gerade vom Radar verschwunden. Ah, da ist es wieder. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Schauen, was wir hier... Moment, ist das das Triebwerkstuning? Triebwerkstuning. Nein, das ist was anderes. Okay. Schau ich mal, was das sein könnte. Ist auch wieder so weit draußen. Ist nur die Frage, wofür ich will ich das Triebwerkstuning aufsparen? Welches Schiff will ich noch schneller machen? Sie wurden befördert. Oh, Finanzier bin ich mittlerweile, sehr schön. Ruderoptimierung. Schon wieder eine Ruderoptimierung. Ja komm, wenn ich die jetzt hier auch noch reinhaue, dann bin ich... Frachtraum enthält nun Ruderoptimierung. Jetzt bin ich bald so wendig wie ein M5. Hey. Kann ich jetzt gut Raketen ausweichen. Asteroid. Da lasse ich einsammeln, da kann ich es nicht vergessen. Nachteil, dabei habe ich bisher die meisten Schiffe verloren. Ja, weil du dann halt in Sektoren unterwegs bist, wo sie abgeschossen werden. So, wollen wir jetzt nach Norden oder wollen wir hier rüber? Nee, komm, wir fliegen in den Westen. Tor, entweite Himmel. Wir fliegen in den Westen. Es war der längere Weg, aber ich möchte es in den Westen fliegen. Dauert jetzt halt wieder ein Stückchen. Hier eigentlich noch irgendwas zu tun? Ja, der ist angekommen. Hierbei die Handelssoftware. Andock-Erlaubnis erteilt. Das habe ich gerade schnell gemacht, nicht, dass ich hier noch gegen das Tor rausche. Ist mir auch schon passiert. Erreiche entweite Himmel. So, jetzt sind wir wieder immer noch. Ach, wir sind immer noch bei den Piraten. Ist hier eine Fabrik? Ach, hier gibt es zwei Tore. Schauen wir noch mal, wo die hinführen. Tor, Priesters Schutzort. Ah, okay, das führt hier hin. Ah, das Nordtor in Ende der führt zu Ende der Verdammnis. Okay, verstehe. Gut, dann haben wir noch mal wie viele Entdeckerpunkte habe ich mittlerweile? 1,1. Okay, so viele sind gar nicht mehr dazugekommen. Also ich weiß noch, dass die Kristallfabrik bei der Entdeckergilde 1,4 Millionen gekostet hat. Ich meine, wenn ich das ausgegeben habe, kann ich ja nie wieder was holen, weil so viele Punkte mache ich gerade gar nicht mehr. Oder kriegt man da extrem viel, wenn man so einen transorbitalen Beschleuniger hinstellt, wahrscheinlich. Weil sonst kann man ja einmal mit denen handeln und dann nie wieder. Also einmal richtig dicke und dann nie wieder. Erreiche Ende der Verdammnis. So, jetzt sind wir hier wieder. Ach, war nicht hier das Tor abgeschalten?
stimmt, hier war das Tor abgeschaltet. Ich komme jetzt gar nicht darüber. Schauen wir mal, ob die hier was haben. Erzmine L Beta. So. Sorry. Sie sprechen mit dem. Gibt es endlich? Sind Sie an dem Job? Sie sprechen mit. Gibt es endlich? Sind Sie an dem Job interessiert? Nee. So. Moment kurz. Das war ein ziemlich dicker Frosch. Sie sprechen mit. Was die Preise? Sie sprechen mit. Was wollen? Ja, hier gibt's nichts zu tun. Also nichts Interessantes. Also? Mokys Rache. Springen wir zurück. Also, ich will eigentlich schon jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Ich möchte gerne meinen Raketenkomplex aufwerten, aber irgendwie. Mokys Rache. Gibt's hier gerade wenig. Zu tun. Ich bin, glaube ich, gerade in der falschen Region unterwegs. Erreiche Metons Zuflucht. Gut, dass in diesen Piratensektoren wenig Arbeit ist, das ist mir schon klar. Sie sprechen mit dem Automatisierer. Wie kann Sie bitte überprüfen? Sie aber dass es so gar keine Arbeiten gibt. Das sind wieder 10. Können die nicht mal wie einer da vor einer Weile so 70.000 pro Asteroid bieten? Sollen wir es machen? Gut, da muss ich nach Lohmangstrats Vermächtnis hoch, da war ich eh noch nicht. Ja komm, da verdienen wir wenigstens ein bisschen Geld nebenher. Dann fliegen wir halt gerade wieder zurück. Sonst kommen wir hier nie voran, wenn ich alle Aufträge immer ablehne wegen zu geringer Bezahlung. Erreiche Mukyes Rache. Ich meine, die Asteroiden-Scan-Dinger sind ja jetzt nicht so schlimm. Asteroid. Weil dann nimmt man ja immer auch die Daten mit, die behält man ja Gott sei Dank. Asteroid. Aus Silizium 34 zum Beispiel. Asteroid. Apropos Silizium, ich hatte doch mal auch einen gescannt, der 70 hatte. Da wollte ich auch eine Fabrik bauen. Das hatte ich auch auf meinem schlauen Zettel, aber dafür habe ich gerade auch Asteroid. Kein Geld. Ja, einfach immer chronisch pleite hier. Gut, chronisch pleite ist ein bisschen übertrieben, aber richtig viel Kohle habe ich nicht. Jetzt habe ich nicht alle gesehen. Der hat 9 und 3 gehabt. So. Schade ist, dass man die Triebwerkstunings nicht einfach im Lager lagern kann. Und bei Bedarf dann einbauen kann. Gut, wenn man sie dann einmal eingebaut hätte, dann wären sie weg. Das wäre ja auch in Ordnung. Aber dass man sie einfach einsammelt, die dann einfach eingelagert werden und man dann sagen kann, okay, ich baue sie gerne in dieses Schiff ein. Das wäre doch schön. Das wäre doch eine sinnvolle Verbesserung, finde ich. So, hier ist eine Station, die mich nicht reinlassen will. Schade drum. Und hier ist ein Piratgaleone, Gott sei Dank nicht feindlich. Hier sind Asteroiden, gegen die ich nicht fliegen darf. So, hier wird geballert. Was schießt denn der? Da ist doch gar nichts. Da macht er nur Zielübungen. Er weiß, ich will es nicht genauer herausfinden. Parkt aber auch ein bisschen arg dicht am Tor hier. Asteroid. So, hier hinten gibt es noch ein Tor. Das würde ich gerne noch freilegen, wenn ich eh in der Richtung unterwegs bin. Ja, machen wir gleich. Aber da will ich noch hinfliegen, damit ich das wenigstens auf dem Radar habe. Was haben wir hier noch? Marodeur, was ist denn das? Teladi, Mineralientransporter.
Plantage. Ach, da geht's lang. Okay, das Blöde ist nur, ich glaube, die sind hinter mir her. Der Marodeur ist eine versteckte Piratenbasis, die der Marani-Familie gehört. Da die Familie sie auch als Operationsbasis nutzt, bietet die Station Waffentrainingseinrichtungen, Lagerräume und Informationsdatenbanken. Außerdem dient sie... Das ist ja neu. Das ist doch toll. Es gibt sogar eine Piraten... Also die normalen Piraten haben jetzt auch schon eine Schiffswerft. Ich kann die nicht mal ferngesteuert einsammeln und ausrüsten lassen. Der Autopilot tut das nicht. Ich muss mich schon selbst in das Schiff setzen und drüber fliegen. Ja, leider. Gut, dass das nicht mal ferngesteuert geht. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber es wäre schön, wenn man das entscheiden könnte. So, ich habe schon ein bisschen Angst, dass die auf mich losgehen. Aber Gott sei Dank bin ich schneller. Nee, sie verfolgen mich nicht. Okay, gut. So, nächste. Asteroid. Okay, die liegen wenigstens relativ dicht beieinander. Haben eigentlich auch Asteroid. Teils ganz ordentlich. Jetzt nicht mega gute, aber ordentliche Werte, die Asteroiden hier. Ist ja wieder so weit weg. Na komm. Okay, der war jetzt mal schlecht. Und jetzt der letzte noch. Aber wenigstens ein bisschen Geld verdient mal wieder. Und jetzt wieder zurück. So, ja, Geld mache ich gerade nicht so viel, aber ich decke viel von der Galaxis auf. Ich meine, ich habe leider noch nirgends eine Übersicht gesehen, wie viele Sektoren es insgesamt gibt, damit ich weiß, wie viel ich noch aufdecken muss. Irgendwann wird es mit Sicherheit auch eine Sektorübersicht von jemandem geben, der die veröffentlicht. Dann kann ich da mal drauf gucken, wo ich noch nicht war. Jetzt ist hier auch wieder 80 Kilometer. So, der schießt immer noch. Der schießt auf den Korsaren wahrscheinlich. So, gleich sind wir da. Jetzt. Sie sprechen mit dem automatisierten. Na super, welcher war das jetzt? Formulieren Sie Ihre Anfrage. Lassen Sie. Sie sprechen mit dem automatisierten. Ja. Sie sprechen mit dem Automat. Was wird diese Mission sein? Ah, 37.000, hey, das lohnt sich nicht. Diese Mission könnte ihn. Ein Agent. Attacke. Agentenmission mache ich immer sofort. Andockvorgang erfolgreich. Ich bin jetzt sicher an Bord. Würden Sie mich nun bitte zu meinem Ziel bringen? Aber natürlich, breiter Graben. Hier oben, da können wir reinspringen. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Erreiche breiter Graben. So, schnell andocken. Dann schaffen wir es vielleicht doch noch. Wenn ich so noch ein oder zwei Aufträge bekomme, dann bin ich ruckzuck bei 3 Millionen und dann kann ich doch noch die Fabrik erweitern. Das wäre schön. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Sehr schön. So, ruckzuck sind wir bei 1,8 Millionen. Aber da gehen wir doch gerade mal in unsere Diplomatie. Ein Siebener. Das ist doch nicht so schlecht. Wo brauchen wir denn noch Einfluss? Bei den Boronen haben wir nicht mehr viel. Bei den Argonen können wir noch ein bisschen Einfluss sammeln. Kommando akzeptiert. So, wo brauchen wir noch Einfluss? Moment, da könnte ein Stationsblaupause könnte ich vielleicht mal brauchen. Geh du mal eine holen.
Kann mir keine leisten. Na toll. Also gut, dann halt nicht. Dann brauchen wir noch Einfluss bei den... Oh, bei den Otas habe ich keinen Einfluss mehr. Kommando akzeptiert. So. Wer sich auf Englisch spoilern lassen mag, hier einen Link auf die Karte. Es sind da auch noch weitere Daten abrufbar. Okay, dann, nee, ich schaue noch nicht drauf. Autopilot deaktiviert. Weil da sind dann wahrscheinlich auch die Sektoren drauf, wo ich jetzt noch nicht mittels Hyperspeed Zugangsport freigeschalten habe. Deswegen schaue ich selber jetzt da tatsächlich noch nicht drauf. Boron Ausrüstungsdock. Dass ich weiterhin jungfräulich bleibe und mich überraschen lassen kann. Korsaren, Gefahrguttransport. Keuler, hör zu, es wird wieder nicht funktionieren, aber gut, ich habe auch kein waffenfähiges Schiff an Bord. Hätte auch funktionieren können. Wäre ein schöner großer Transporter gewesen, aber er will nicht. Sie sprechen mit dem Automatisierer. Wie können wir wissen? Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Es könnte sich herausstellen, dass Sie etwas Geschick benötigen. So, hier gibt es 1 Million zu verdienen. 10%, 20. Erreiche Rolks Vermächtnis. 1 Million, das müssen wir schaffen. Satellitenfertigung. Das will ich schaffen. Ist aber auch nicht viel Zeit. So, da sind wir schon mal. Sie sollten Ihre Waren jetzt erhalten. Boron-Ausrüstungsdock, wie komme ich am schnellsten hin? Am Westtor, okay. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Schnell Gas geben. Erreiche breiter Graben. Boron-Ausrüstungsdock. Ja, nur weil ich in dem TP sitze und der 100% Hülle hat, wieso soll er nicht aufgeben? Hätte ja funktionieren können. Regel Nummer 1, Schilde müssen weg sein. Ja, es hätte trotzdem funktionieren können. Ich wollte ihm ja nur helfen, ich wollte ihm sein Leben retten. Wenn er mir sein Schiff überlassen hätte, dann wäre er nicht mehr weiter von der Polizei verfolgt worden. Und hätte ich jetzt somit sein Leben gerettet. So, nebenbei habe ich auch mal kurz 1 Million verdient. Wollte ich nur mal so eben anmerken. So, wir haben 3 Millionen. Das heißt ja, ohne Waffen, ich habe immerhin einen Splitterbombenwerfer an Bord, ja? Ich habe eine Waffe. Außerdem muss er vor meiner Stimme Angst haben. Das muss schon reichen. Autopilot deaktiviert. Militärische Außenposten. Auch noch ein bisschen Geld. Für noch ein bisschen. Werden Sie die Aufgabe übernehmen? Sind jetzt 9 Stück für 36. Das, ja, komm, machen wir. Nach der Mission. Ist das der hier? Ja, das ist ja geschickt. Direkt daneben. Nach der Mission springe ich zurück zur Wolkenbasis und baue meinen Raketenkomplex noch aus. Königliches Forschungszentrum, genau. Der Boronen. Asteroid. Also das war jetzt tatsächlich mal schön, weil die direkt nebeneinander lagen. Und nicht immer gleich 100 Kilometer auseinander. Die einzige Seite, wo ich bisher was zu Farnhams Legacy gefunden habe, ist nicht mal Seizewell. Also, gefunden habe, komm mal, nicht mal Seizewell hat bisher eine Sektion von... Ja genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch schon bei Seizewell nachgeguckt, aber es steht da noch gar nichts drin. Also man findet im Forum, kann man was finden, aber so diese klassische Aufteilung mit Missionen und so weiter und so fort, die es ja zu allen anderen Spielen gibt, außer für Farnhams Legacy. So, er hat nur noch halbe Schilde, gibt der vielleicht auf? Ja, es hätte funktionieren können.
Sag's nochmal, sei der Aasgeil, wenn andere sich kloppen. Ja, natürlich, könnte man machen. Aber willst du mir zugucken, wie ich die ganze Zeit irgendwelchen Loot einsammle von Kämpfen? Das ist doch lustiger, mir zuzugucken, wie ich an irgendwelchen Kisten vorbeifliege. Asteroid. Das ist mir auf Dauer auch zu stumpfsinnig, muss ich ehrlich sagen. Kann man machen. Aber ich sammle mittlerweile ja nicht mal mehr die Raketen ein, die plus 5000 wert sind oder sowas, sondern ich sammle nur noch die dicken ein. Meine, die zerschossenen Schiffe, ach so. Ja, okay, da musst du ja aber immer gucken, wo wird gerade geschossen und dann warten, bis derjenige vielleicht gerade im richtigen Moment, bevor er zerstört wird, ja, ist eine Möglichkeit, aber da muss man echt auf der Hut sein und gucken, wo wird gerade geschossen. Ich kann mir doch nicht mal merken, Raketen aufzusammeln, ohne dass ich gleich in den nächsten Sektor springe. Und dann sollte ich auf sowas aufpassen. Erreiche Zweifel des CEOs. So, Spoiler Alert. Ist zwar nur die Schiffsliste vom Chroma, okay. Na gut, eine Schiffsliste, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Den Link mache ich mir gerade mal auf. Danke dir. Schade, dass man die Überreste zerstörter Stationen und Schiffe nicht wiederverwerten kann. Ja, das wäre eigentlich tatsächlich mal was. Irgendwie so Schrott aufsammeln und den Schrott dann im Recycling Center oder sowas abgeben. Oder eine neue Fabrikenart, eben Recyclingfabrik oder sowas aufbauen, die sich auf die Demontage von Schiffswrackteilen spezialisiert. Das wäre doch mal noch ein Update dafür. Oh, Erz 35, wo sind wir denn hier? Zweifel des CEOs. Ja, das, nee, das ist mir zu nah an den Piraten. Nee, dann machen wir nix. Sonst wäre das vielleicht sogar interessant. Da gibt es auch eine Galaxiekarte, okay. Die finde ich von einem anderen Space Sim genial. Okay. Welches meinst du? Erreiche breiter Graben. Achso, ich muss noch weiter runter. Springe ich jetzt hin, keine Lust dahin zu fliegen. Sprungantrieb wird geladen. Star Citizen, okay. Das habe ich nie gespielt. Also Spiel kenne ich überhaupt nicht. Erreiche Rolks Vermächtnis. Achso, ich muss nochmal scannen. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Asteroid. Habe ich doch glatt einen vergessen. Aber ist Star Citizen nicht eher so Richtung... ja, wie soll ich sagen? Irgendwie so... Ist, ja, da kann man das nicht doch. Kann man sich da auch so ein Imperium aufbauen? Oder da fliegt man doch nur mit seinem Schiff immer durch die Gegend. Gut, man kann sich eventuell neue Schiffe kaufen oder sowas. Wie gesagt, kenne mich in dem Spiel nicht aus. Ich habe da nur mal einen Trailer oder sowas gesehen. Aber kann man sich da auch so Imperien aufbauen wie hier? Oder geht es da rein um, ich habe ein Schiff und das rüste ich auf oder kaufe mir ein besseres Schiff und fliege dann halt immer mit einem Schiff durch die Gegend? Du kennst einen Sektor mit einem 32 Lithium und 32 Erz-Asteroiden. Gut, viel ist das ja ehrlich gesagt nicht. Also Erz sollte mindestens 40 haben, eher Richtung 60. Und Silizium, ich habe noch einen auf der Liste. Joes Niederlage, da habe ich einen 70er Silizium-Asteroiden. Da wollte ich eigentlich auch noch eine Fabrik hinstellen, fällt mir gerade ein. Aber ich komme ja zu nichts. Werde da ständig durch andere Dinge abgelenkt. Sie sprechen mit dem So, danke. Das könnten wir eigentlich noch machen. Jetzt springen wir zurück. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr genügend Energiezellen. Ja, natürlich nicht. 58 Stück noch. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Das brauchen wir. Diese Mission. Boah, Artefakte brauchen aber, brauche ich XL, oder? 1,2 Millionen. Das wäre natürlich schon. Das wäre.
Jetzt fliegen wir da mal runter und gucken, was sie noch anbieten. Du kannst kleine Spielerunterkünfte bauen irgendwann, okay. Die später sogar Planeten besiedeln. Ah ja. Okay. Star Citizen ist Multiplayer. Wenn sich da jeder ein Imperium aufbauen könnte, würde es ganz schön schwierig. Ah, okay, verstehe. Sie sprechen mit dem Auto. Was wünschen? Ich übermittle jetzt die Sie verstehe, das ist. Ich hab, sind Sie an dem Job interessiert? Schon wieder Asteroiden. Nee, aber das ist mir jetzt wirklich zu wenig. 5 Asteroiden, da mache ich nicht mal 100.000. Okay, das ist quasi. Multiplayer. World of Warcraft im Weltall. Blöd gesagt. Also jetzt schlechter Vergleich, aber. Wie heißt MMPORG? Oder wie nennt man das? Irgendwie so ein Spiel, dann weiß ich's. MMO, ja, danke. Ja, ne, solche Spiele habe ich tatsächlich überhaupt noch nie gespielt. Ich bin ja da reine Singleplayer-Spiele. Das Einzige, wo ich gerne tatsächlich mal ein Multiplayer spielen würde, aber erst wenn das neue Update rauskommt, ist bei Raft. Da muss ich mir dann noch ein... Da muss ich mir dann noch irgendwo einen Spieler suchen, der das mit mir spielen will. Weil Raft im Koop hätte ich schon mal Bock drauf. Aber ansonsten habe ich tatsächlich wirklich noch nie ein Multiplayer-Spiel gespielt. Oh, hier liegt wieder ein Haufen Zeug rum. Die Energiezellen. Die kann ich gebrauchen. Du kaufst es dir und wärst dabei. Okay, ich komme auf dich zurück, weil ich warte auf das neue Update. Weil ich bin in der Story, da spielt man ja auch eine Storyline. Die muss man nicht spielen, aber die spielt man halt nebenher. Oh, da oben wird schon wieder geschossen. Hey. Und ich bin da am Ende. Das heißt, wenn es da weitergeht, dann komme ich gerne auf dich zurück. Und dann startet man da einen Multiplayer. Frachtraum enthält nun Energiezellen. Da hätte ich nämlich echt Bock drauf. So. Sie sprechen mit aber jetzt war er hier zu dem Spiel. Also falls sich jemand anders noch angesprochen fühlt, auch bei YouTube später, das Spiel kann man bis zu 4. Nein, ich glaube mehr. Das kann man, glaube ich, zu 10 oder sowas spielen. Sie sprechen mit dem automatisierten. Schon wieder Asteroiden. Okay, das lohnt sich aber wieder. 40.000 für 6 Asteroiden. Das machen wir hier halt. Ja komm, ich mach das noch. Ich wollte eigentlich zurückspringen. Ich weiß, ich hab's gesagt. Aber das ist jetzt Geld. Das kann ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Vielleicht können wir uns dann auch noch die Erzmine in Joes Niederlage leisten heute. Wobei, ich wollte bis maximal 4 Stunden, also noch eine Viertelstunde. Auch vorher lass uns erstmal im TS oder Discord reden, damit du mich kennenlernen kannst. Ja, natürlich. Gerne. Das sowieso. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, wann das Update kommt, aber natürlich. Du kannst natürlich auch jetzt schon gerne auf meinem Discord vorbeigucken. Ist noch nicht besonders viel los, weil ich ja erst vor ein paar Wochen mit dem ganzen Zeug hier angefangen habe. Aber mit jedem, der dazukommt, freut's mich. Und es wird ein bisschen mehr los sein. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Link findet ihr in meiner Info. Was war das? Achso, ich bin gesprungen. Dachte gerade, warum bin ich durchs Tor gekommen, obwohl ich noch nicht mal durchgeflogen bin. Ja, wie gesagt, ihr dürft gerne auf meinem Discord vorbeigucken. Asteroid. Link ist in der Info. Bei YouTube ist es im Banner. Würde mich freuen. Dann kann man da mal ein bisschen außerhalb von den Streams fachsimpeln. So, hier geht's auch weiter. Zwei noch, dann haben wir endlich genügend. Also dann haben wir definitiv genügend Kohle. Jetzt ist der wieder am anderen Ende von diesem Asteroidenfeld. Es war so dunkel, ich hab den nicht gesehen.
Habe ich überhaupt gespeichert? Verdammte. Oh nein. Ja, schon der zweite heute. Gamma höher einstellen, den habe ich auch nicht gesehen. Gut, dann ging es wenigstens nicht nur mir so. Oh. Die letzte Asteroidenmission ist nicht mit dabei. Das ist der Millionenauftrag. Und der letzte Asteroidenscan-Auftrag ist nicht mit dabei. Verdammt. Ein Schiff landet. So ist es halt, wenn man nicht speichert zwischendurch. Oh, ja. Wenigstens habe ich nicht nur ich alleine übersehen. Dann lassen wir das halt, dann springen wir halt jetzt nach Wolkenbasis. Aber ich kann es wahrscheinlich nicht genau. Ich habe immer noch zu wenig Energiezellen. Wo ist denn die nächste Energiezellenfabrikation? Da ist ein Sonnenkraftwerk in Gamma. Zweifel des CEOs ist auch eins. Ja. Moment, habe ich einen Strich gemacht? Ja, ich habe einen Strich gemacht. Und töne ich noch, bin schon so lange nicht mehr gestorben, heute gleich zweimal. Ich helfe Ihnen als Aufwand. Hätte funktionieren können. Liegt denn hier alles rum? 18 Libellenraketen. Ja, die ist auch zu billig. Seht ihr, ich bin mir schon zu fein. Morgensternrakete. Verdammt. Ach, verdammt. Ich bin auf die falsche Taste gekommen, habe die Ansicht geändert. Ich wollte noch umdrehen und die Morgensternrakete holen. Zweifel des CEOs. Bei 5 Morgensternraketen, das sind 100.000. Die sammle ich ein. Die lassen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht durch die Lappen gehen. Fokussieren. Die Libellen, die lohnen sich nicht. Die sind zu billig. Außer sie liegen auf dem Weg, dann sammle ich sie ein. Frachtraum enthält nun Morgensternrakete. Libelle-Rakete. Okay, sie liegen auf dem Weg zum Tor, dann sammle ich sie ein. Als kleine Entschädigung für meinen Asteroidenrammstoß. Der Hub hat auch ein paar komische Andockplätze, musste heute tatsächlich komplett per Autopilot abdocken, da ich sonst immer an der Station zerschellt bin. Okay, dann gibt es dieses Problem also tatsächlich immer noch. Ich hatte so gehofft, dass sie das gefixt haben. Zweifel des CEOs. Weil das hat mich immer richtig genervt. Sonnenkraftwerk XL Alpha. Zumal man es ja überhaupt nicht beeinflussen konnte. Das hat man ja erst gemerkt, wenn man abgedockt hat. Wobei es ja zumindest, vielleicht ist es nicht mehr ganz so extrem, aber es gab ja bei Albion Philo teilweise Dockplätze, da ist man ja direkt beim Abdocken zerschellt. Also egal ob per Autopilot oder manuell, da konnte man ja überhaupt nichts mehr machen, außer nochmal neu laden. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Verbindung zum örtlichen HLS. So, jetzt aber hergestellt. Rüber zur Wolkenbasis. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Das schaffen wir hoffentlich, wenn der TL jetzt nicht irgendwo im Nirvana umherschwimmt, dann schaffen wir das. Ne, hier ist er doch schon. Argon, Lieferant. Sie sprechen. Was kann ich dafür? Wir folgen Ihnen also. Sie sprechen. Was kann ich? Ja, wenn er nicht irgendwo rumschwirrt, ich ramm den fast. So, jetzt muss er nur noch andocken. Das dauert natürlich ein bisschen. Währenddessen schauen wir mal, was es hier gibt. Ich übertrage jetzt die Daten. Wären Sie natürlich, für 500.000? Gerne doch. Phasenrepetiergeschützschmiede, Alpha. So. Wo müssen wir hinfliegen?
Erzgürtel. Autopilot deaktiviert. Das ist jetzt auch was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum die Mission als schwer bezeichnet wird. Ich muss einen Sektor weit fliegen. Hab über 20 Minuten Zeit dafür. Und das ist eine schwere Aufgabe. Verstehe ich nicht. Selbst für einen nicht aufgerüsteten, ohne Sprungantrieb ausgestatteten Hermes wäre die Aufgabe nicht schwer. Erreiche Erzgürtel. Vor allem, wenn man hier noch direkt an die erste Station im Sektor fliegen muss. Selbst wenn man keinen Landecomputer hat, ist diese Aufgabe nicht schwer. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und eingehende Nachricht. Sieht es eigentlich mit meinem Ansehen so insgesamt aus? Eigentlich alles schön im Grünen, bis auf Yaki, okay. Atreus war ich ja wie gesagt noch nie im Plus, ich weiß zwar nicht warum. Dagemar mag mich auch nicht und die Kusaren sowieso nicht. Aber sonst sieht doch alles wunderbar aus. Kann man sich gerade nicht beschweren. 3,5 Millionen auf dem Konto. Schau mal kurz in die Besitztümer. Wir müssen ein bisschen Zeit durchschlagen, bis der TL da angedockt ist. So, der ist bei in Familie Zein. Wo ist denn das? Gott, wie fliegt denn der? Ach so, hier geht's in den Hub rein, ja. Hier habe ich ja den Hub dazwischen geschalten. War das hier? Familie Zein, Familienstolz, Alpha? Ne, hier. Turok Stolz, genau. Turok Stolz, Familienstolz. Da habe ich den Hub dazwischen geschalten. Okay, dann ist er gar nicht mehr so weit weg. So, mein super... Oh, wie schaut es mit dem Unihändler aus? Genau. Oh, die 7. 7 ist schön. Dann brauchen nur noch eine Stufe. Gerade die Kusaren haben die System Override Systeme und dessen Verschlüsselung. Die Lade haben ein Schiff namens Eule. Ja, den habe ich schon gesehen. Den habe ich tatsächlich schon getroffen. Habe ich mal was vor dir getroffen, Kolde? Geil. Ich glaube, Agentenmissionen sind immer altschwer. Aber das war doch gerade gar keine Agentenmission. Ach du... Ach, Eule und Keuler. Das ist doch nur mitten in deinem Namen drin. Siehst du das echt schon auf dich, Eule? Oder bist du Duck Eule R? Oder spreche ich deinen Namen die ganze Zeit falsch aus? Ich dachte immer, du heißt einfach Duck Keuler. Also wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, Duck Euler. Dann fehlt aber ein R. War das schon vergeben? Okay, dann habe ich die ganze Zeit deinen Namen falsch ausgesprochen. So, oh, mein Raketenkomplex ist wieder in der Gewinnzone angekommen. Aber der hier dafür noch nicht. Dem wollte ich doch noch ein Schiff geben, fällt mir gerade ein. Habe ich das nicht gemacht? Habe ich nicht vorhin ein Dings gekauft? Na, wie heißt er? Ich habe doch einen Merkur vorhin gekauft. Ist er schon wieder abgeschossen worden? Habt ihr was mitbekommen? Spitzname Eule, in Games Dark Eule oder The Eule. Ging alles bei Twitch nicht oder war schon vergeben. Deshalb ist das R gewandert. Ah, okay. Ja, siehste. Musst du mir sagen, dann werde ich jetzt dich in Zukunft nicht mehr Dark Eule sprechen, Achtung, sondern die Dark Eule. Wir haben einen 2, 5, 1.
Im Casino. Aber hier, das Schiff ist nicht zerstört worden. Nee, das sind ja schon uralte Einträge hier. Wo ist das Schiff hin? Ich habe doch vorhin einen Merkur gekauft. Also, bin ich jetzt doof? Nein, halt, Blödsinn. Ich habe keinen Merkur gekauft. Nein. Das war für was anderes. Ich habe hier meinen Leguan. Genau, den habe ich darüber geschickt. Ah, ja, natürlich. Den schicke ich ja jetzt erstmal rüber. Und dann. Dann wollte ich ihn da. Wobei, warum schicke ich den eigentlich erst rüber? Jetzt fällt es mir wieder ein. Den müssen wir nur noch umbenennen und jetzt können wir ihn eigentlich auch zuweisen. So. Was war das? Bufu. Boah. War eins. So. Und jetzt können wir den zuweisen. Ja. Jetzt war ich gerade verwirrt, aber so wollte ich es machen, genau. Warum ich den noch nicht zugewiesen habe, keine Ahnung. So. Hier. Und den Rest macht der Stationsmanager. Okay, einfach Eule. Alles klar, dann bist du in Zukunft die Eule. Eine Filteroption wäre schön gewesen, EcoSoft. Ja, danke. Du nimmst mir gerade so meine Gedanken aus dem Kopf raus. Das wäre tatsächlich manchmal echt, echt schön. So, jetzt docken wir aber ab. Eigentlich wollte ich in einer Minute 30 aufhören, aber ich will jetzt die Fabrik noch bauen. Deswegen schippern wir jetzt noch ein bisschen durch die Gegend, bis der TL. Ist er schon angekommen? Ist der tatsächlich schon angekommen? Der ist tatsächlich schon angekommen. Ha! Sehr schön. So, also, wir wollten eine Hummel kaufen, wenn ich richtig bin. Diese raumgestützte Raketenfabrik Hummel. Gekauft. Dann den Erweiterungssatz. Komplex. So, dann muss ich aber zurückfliegen. Ah. Hier hin. Es ging ja jetzt schnell. Dass es so schnell angedockt hat, bin überrascht. Ja, Leguan ist sehr schnell. Ich weiß, 241 fliegt er hier. Aber er hat halt diesen scheiß kleinen Frachtraum. Man kann den Optionen schon viel einstellen, so viel, dass ich das selbst nie alles ausprobiert habe. Erreiche Wolkenbasis Südost. Also man kann in der Lupe oben was eingeben. Was? Hier. Ja, okay, eine Eule habe ich nicht. Okay, Moment. Okay, dann muss ich natürlich so, wie ich meine Schiffe auch benenne. Logischerweise. Gut zu wissen. Ja, das Problem ist, ich arbeite so wenig mit der Maus, dass ich viele Felder gar nicht benutze, weil ich dann mit der Tastatur gar nicht hinkomme. So, jetzt müssen wir aber den mal anfunken. Sie sprechen. Was kann ich für Sie tun, Pilot? Bestätigt. So, und wir fliegen vorne draus. Hauen den Zinser rein, warten bis er kommt, bauen die Fabrik. Ja, ein Klassenfilter. Ja, also der Filter, okay, wie gesagt, dadurch, dass ich Maus so selten benutze, sondern das Spiel fast nur über Tastaturspiel, habe ich das Feld noch gar nie benutzt. Hilft natürlich schon, allerdings man kann nur nach Schiffsnamen suchen. Und da ich ja, wie ihr mich jetzt mittlerweile kennengelernt habt, alle Schiffe immer umbenennen oder fast alle Schiffe umbenennt, kann ich natürlich irgendwann nicht mehr nach Merkur oder Discoverer suchen. Da wäre natürlich ein nach Schiffsklasse wäre natürlich dann in dem Fall schön. So. Wir wollen jetzt anhalten. Jetzt tun wir tatsächlich mal nichts weiteres als auf der Stelle warten. Bis hier ein Mammut durchs Tor gesprungen kommt. Damit wir die Fabrik noch bauen. Und damit den Stream heute dann auch beenden. Dann haben wir den Komplex wenigstens noch eins erweitert.
Ja, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Nicht, dass mich jetzt hier irgendjemand rammt. Omo meinte abzuspeichern. Wäre nicht so dumm. Mein zweites Hirn hat mir wieder geholfen. Was bezüglich Alle Klassen gibt es in Vorgaben den Optionen? erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Autopilot deaktiviert. Also ich glaube immer mehr, dass dieses Spiel so viele Facetten und Möglichkeiten hat, dass keiner, oder was heißt keiner vielleicht nicht, aber so gut wie keiner, das ist jetzt das Südtor, bin ich jetzt doof hier, alle Optionen so auf dem Kopf hat. Was jetzt natürlich lustig wäre hier unten, so wenn in dem Moment, wo der, was ist es? Der Kolossus ins Tor reinfliegt, dass in dem Moment der Kein Mammut Ziel. rauskommt. Ich meine, okay, ist jetzt nicht passiert, wäre aber lustig geworden. Dann wäre der kaputt gegangen, der die schwächeren Schilde hat. In dem Fall vermutlich der Mammut. So, da ist er schon. Sie sprechen mit dem. Was kann ich für Sie tun, Pilot? So. Raketenfabrik Hummel. So, Wir löschen Nummer die eins. Leitung und verschwinden dann. Es war uns ein Vergnügen, für Sie zu arbeiten. Ja, mach schon. Da ist nochmal was für mich an Bord. Sie sprechen mit dem. Was kann ich für. Alles klar. Wir löschen die Ladung und verschwinden dann. Es war uns ein Vergnügen, für Sie zu arbeiten. So. Muss ich jetzt den Komplex wieder neu einstellen? Ich glaube nicht, oder? Wenn ich den Komplex hier verändere, dann werde ich ja jetzt nicht hier jedes Mal wieder reingehen müssen. Und dem neue Befehle. Nee, das ist alles noch weiter drin. Okay, das passt. Das ist alles weiterhin drin. Okay, gut, wunderbar. Dann nochmal speichern. Freie Argon-Handelsstation. Fliegen wir gerade nochmal hin. Dann haben wir den Komplex wenigstens noch erweitert. Wir haben den Marodeur kennengelernt. Komisches Rohr. Amdock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Das Es ist kein ist immer Rohr, schön, das ist Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. eine Verbindung zum Zugangsröhre. möglichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, dann bin ich fertig für heute. Folge beendet. Wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.